So, da sind wir wieder und wir sehen, ich mache mich schon wieder an den Päckchenträgern zu schaffen. Das ist schon das zweite Päckchen jetzt wieder. Und es sieht ganz gut aus diesmal. Heute gibt es ja auch keine Probleme mit irgendwelchen Bullen, die mich verfolgen. Nee, komm, steig ab. Ich nehme auch gleich mal die Kiste. Ich habe mich jetzt mit dem Bobcat hier an Zweien zu schaffen gemacht. Aber die beste Wahl ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Der Mond ist groß, fällt mir gerade auf. Ich muss mal kurz das... Ach nee, ich habe nicht die richtige Waffe dafür. Ich weiß noch, in Vice City konnte man den Mond tatsächlich vergrößern, beziehungsweise ab irgendeinem Punkt ist er dann halt wieder kleiner geworden, indem man mit einem Scharfschützengewehr drauf geschossen hat. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch geht. Habe ich noch nie probiert. So, wir fahren gleich mal geradeaus. Vielleicht begegnen wir unserem Freund ja. Oh, tatsächlich. Aber er macht direkt die Biege. Zumindest sind wir aber direkt hinter ihm. Das klang gerade sehr ungemütlich. So, mit der Kiste kommen wir auch ganz gut den Berg hoch. Ich denke, da sollten wir jetzt auch keine Probleme haben, die zu verfolgen. So. Monsieur wird gleich einen Drehbogen kriegen. Und sich vom Motorrad verabschieden. Was? Der ist aber spurtreu. Na gut, dann eben Versuch Nummer 2. Oh, echt jetzt. Dann Versuch Nummer 3. Gleich. Zack. Na, geht doch. Geht doch, geht doch. So, das war's für ihn dann auch. Und es bleibt ein Päckchen übrig. Gib mir das Päckchen. Echt jetzt? Nein, 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 ich will gar nicht das Auto haben. So, jetzt. Blöderweise soll man halt Steuerung drücken, um das Päckchen einzusammeln, was eben auch eine Zweitbelegung für das Schießen ist. Aber naja. Da hat jemand Glück gehabt. Verzeihung. Gut, mit einem Stern kann ich aber noch leben. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das sowieso der Letzte ist hier. Und der sich nun ebenfalls verabschiedet, wollte ich sagen. So. Bring die Päckchen zum Pleasure Domes. Wunderbar. Die Bullen sind mir egal. Die können jetzt von mir aus mich verfolgen. Ich meine, mit einem Stern, was soll da schon passieren? Ich kann mich erinnern, das habe ich vorher mit 2 Sternen auch gesagt. Aber diesmal wirklich, was soll schon passieren? Ich meine, so langsam, dass sie mich verhaften könnten, fahre ich nicht. Und so sehr, dass ich irgendwie sterben könnte, bedrängen sie mich nicht. Okay. Wo kann ich denn hier lang? Da müssen wir mal schauen. Ah, wer macht denn sowas? Böser Taxifahrer, böser Taxifahrer. Sind wir mal ein bisschen crazy? Ja, wir sind crazy. Komm. Ah, ich glaube, ich habe nicht genug Anlauf. Ah. Okay, ich glaube, das ist trotzdem so tendenziell die richtige Richtung. Ja, sieht gut aus. Auf zum Pleasure Domes, da haben wir es auch schon. Und damit sollten wir jetzt, glaube ich, ein Steinenbrett haben bei CJ. Bei Jizzy, nicht bei CJ. Das bin ich ja selbst. 5000 Dollar für uns. So, und da wir jetzt sowieso schon hier stehen, würde ich sagen, eine Mission machen wir hier noch. Mike Torino. T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill. And just lay back and let the red mist fall, brother. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, Holmes? Hey, partner. T-Bone, look. It's Carl. Now, he's a real hero out there. Sad. See? We still good. What, are you Vato stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike. Mike. I've been trying to contact you. What? Oh, man. Who are you? Okay, just keep talking. Hey, Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who is Mike? Man, they taking the yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck we gonna know where he is? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. All right, let's jet.
Oh ja, der Spaß. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. Ich erinnere mich. Steig in das Auto. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls and heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Ich weiß. Ich hab das schon mal aufgeräumt. So, also auf zu unserer Baustelle. Oh, Verzeihung. Ja. Belästige mich nicht. Kommt schon, ich habe ihn ein bisschen gerammt. Ich habe ihn nur ein bisschen gerammt und ihr müsst hier gleich wieder Krieg anzetteln. Naja, hat sich aber auch schon wieder erledigt, wie es aussieht. War mal wieder der beste Weg, den ich gewählt habe. Naja, solange wir am Ende ankommen, mal schauen, ob der Akku reicht von Mike. Wenn nicht, ja, da hat er halt Pech gehabt. Ist dann nicht mein Problem. So. Doch, der Weg sieht gut aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich flitsche durch die Gegend wie so eine Butterbämme. Butterbämme ist übrigens, ich nehme mal an, das ist bloß ein sächsisches Wort. Mit Butterbämme bezeichnet, oder als Butterbämme bezeichnet man die flachen Steine, die man übers Wasser wirft und die dann so abflitschen immer wieder. So, da sind wir an der Baustelle. He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the docks. Get to the docks in Easter Basin. Ja. Easter Basin. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Easter Basin zu den Docks. Wir haben gesehen, hier waren wir falsch. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Ja. Wieso muss ich eigentlich die ganze Scheißarbeit erledigen? Kann T-Bone nicht fahren? Ich meine, Jizzy wird sich die Hände nicht schmutzig machen wollen. Shit, he says they stopped. Then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. To the airport, rapido. So sieht's aus. Und genau da müssen wir hin. So, der Weg ist gut. Der Weg ist gut. Wir sind genau richtig unterwegs. Ja, das passt ja zu unserer bisherigen Vermutung. Wir müssen zum Flughafen. Hey, don't worry, Mike. We're nearly there. Mike's cell phone battery is running low. Ja, komm, übertreib nicht. Es sind noch 3 Minuten. So. Da ist der Eingang. Jetzt müssen wir ihn hier bloß noch finden. And some dead security guard. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. Das ist die falsche Richtung. Now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it work? Simple. Closer we get, the stronger the signal. So, hier sieht's schon besser aus mit dem Signal. Wir müssen bloß noch die präzise Ecke finden dafür. Hier wird's wieder schlechter. Fahren wir nochmal die Landebahn lang. Ja, das sieht mir ganz gut aus. Und ich glaube, wir dürften gleich unseren Van gefunden haben. Tada! Shit, there they are! Willst du mir erzählen, dass du ihn nicht getötet kriegst? So, ich frage mich bloß gerade, wollen wir den Van nicht zurückerobern, statt ihn zu vernichten? Ah, räumen diese Schlägertypen aus dem Weg, das kriegen wir hin. Zack, zack. Bleiben noch 2. Tötet. So. Hey man, come on, hurry up. Apúrate, apúrate. About time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, güero. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, güero, we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Zerstöre den Van.
ich lasse euch mal machen. Ich hoffe, ihr kriegt's hin. Denn ich möchte eigentlich keine Muni verschwenden. Wir können ja mal schauen, was wir haben. Wir haben... Okay. Davon können wir was verschwenden. Ups. Verdünnisiert dich, bevor die Cops kommen. Das war jetzt etwas überraschend, dass die Kiste sofort in die Luft fliegt. Bring Torino von dem brennenden Van... Meine Güte, das Reden fällt mir gerade schwer. Von dem brennenden Van weg, bevor die Polizei hier ist. Ich glaube, wir nehmen das andere Auto. Das wäre vielleicht keine so falsche Idee. Steigen Sie ein, die Herren. Ich habe da mal eine Limousine für Sie klar gemacht. So, auf geht's. Mit einem Stern lässt sich ganz vorzüglich wegfahren. Da müssen wir uns auch keine Sorgen großartig machen. So. Das heißt, das wird hier eine ganz ruhige Kiste. Und dann schauen wir mal, wo wir den Kerl eigentlich hinbringen müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss dazugeben, ich hätte ja noch gern die Waffen von den Leuten am Van eingesammelt. Aber daraus wurde halt nichts. Achso, wir müssen bloß zum Ausgang. Na gut. Schüttel die Bullen ab. Fahr zum Crane Spray. Okay. Damit haben wir dann doch noch unsere Verfolgung. Wow. Die Herren. Schießt. So, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Auto für eine Verfolgung, aber... Wir kriegen das schon hin. So, jetzt haben wir zumindest schon mal wieder die richtige Richtung. Das ist ja schon mal viel wert. Und wie es scheint, haben sich die Bullen auch schon wieder... Oh, guten Tag. Erledigt, wollte ich sagen. Aber da komme ich schon wieder von vorn. So, ich würde sagen, wir machen hier unten dann mal so langsam links rum. Denn der Paint Spray ist bei unserer Werkstatt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier noch hoch. Ja, noch eins höher. So, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Ich hoffe, die nehmen auch Stretch-Limos an. Wenn das Ding nicht reinpassen sollte, könnten wir ein kleines Problem kriegen. Huch, wie ein Flummi. Halt, das ist falsch. Transfender finde ich auch schön. Ich kenne bloß Transgender. Gut. Passt. Die Sterne sind wir los. Begib dich wieder zum The Pleasure Domes. Wo ist eigentlich Jizzy abgeblieben? Haben wir den gar nicht mitgenommen? Ich hätte ja gedacht, eigentlich schon. How long you been working for Jizzy? I haven't seen you before. Just got into town last week. I've done a couple jobs here and there. Just got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is this? Man, just answer the fucking question. Look, man, chill. I've been to Los Santos with my family, alright? Give me his wallet. What? Hey, get off! Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? Alright, I've seen enough here. Hey, it was a dub in there. Better still be there when I check it. Shut the fuck up. So, ich glaube, um 20er musst du dir bei deinem Kontostand jetzt nicht so große Sorgen machen. Wir müssten noch eine weiter quer. Fahren wir doch hier lang. Hopsa! So. Der Weg ist gut. Der Weg ist frei. Der Pleasure Domes liegt vor uns. Und damit sind wir jetzt im engsten Kreis. Wir kennen nun auch den Namen, zumindest den Vornamen, vom Chef der Bande. Nämlich Mike. Wer das ist? Okay, Carl Johnson. You did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. Wer das ist, werden wir noch rausfinden. Auf jeden Fall gibt es erstmal Fettkohle für uns. Und wir haben zumindest erstmal dafür gesorgt, dass man sich an uns erinnert. So, meine Freunde, und damit würde ich sagen, mache ich mich auf den Weg zurück zu meinem kleinen Versteck in Chinatown. Und wir werden uns beim nächsten Mal mit Woozy beschäftigen. Wir könnten uns auch... auf den Weg machen zur Garage, zur Werkstatt, aber ich glaube, ich möchte erstmal Woozy machen. Denn ich mag Woozy und ich beschäftige mich gern mit Woozy. Und wir werden sehen, er ist ein drolliger Zeitgenosse, weil er, ja, wie soll ich sagen, er versucht etwas zu verbergen, was man zum Glück überhaupt nicht mitkriegt, wenn man ihm dann dabei zusieht, wenn wir mit ihm dann Umgang haben.
Aber ich will nicht zu viel verraten, das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Jetzt würde ich sagen, ist erstmal Feierabend. Wir begeben uns hier wieder nach Chinatown zurück und schlafen eine Runde über all das, was wir gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und bis bald.